Still got my money. Hey Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich fange sofort an und zwar benutze ich zum Prime und Pflegen das Nivea Aftershave Balsam. Dann mische ich zwei Foundations zusammen und zwar ist das einmal die von Maybelline, die Fit Me Foundation und von Wet n Wild, die Photo Focus Foundation, glaube ich. Und dann verblende ich auch schon alles. Hier zeige ich euch gerade die drei Concealer, die ich heute verwenden werde. Und zwar fange ich an mit dem Fit Me Concealer von Maybelline und blende das dann auch alles ein. Dann mache ich weiter mit meinen Augenbrauen und zwar benutze ich dazu die NYX Love Contour All Palette. Dann säubere ich meine Augenbrauen mit Foundation und dann benutze ich auch schon die Catrice Camouflage und gebe sie mir unter mein Auge auf. Verblende das noch nicht, weil ich erstmal meine Cream Contour auftrage und zwar benutze ich von L'Oreal den Infallible Foundation Contour Stick in der dunkelsten Farbe. Und das verblende ich dann natürlich auch wieder mit dem Schwamm. Dann trage ich den dritten und somit auch den letzten Concealer auf und zwar ist es der von Makeup Revolution. Ich liebe, liebe, liebe diesen Concealer. Der hat wirklich so eine hohe Deckkraft und wird weder cakey noch sonst irgendwas. Also ich bin mega, mega zufrieden und das blende ich dann auch natürlich ein mit dem Schwamm. Dann benutze ich das lose Puder von Huda Beauty in der Farbe Pound Cake und es riecht so gut, ich struggle nur immer beim Aufmachen. Und ja, das tupfe ich mir dann unter mein Auge auf und backe quasi ja, die Stellen da, wo sich der Concealer absetzen könnte. Dann konturiere ich mit einem Konturton aus dieser Love Contours All Palette von NYX und konturiere damit meine Wangen, an meinem Kinn und natürlich meine Nase. Dann benutze ich den MAC Give Me Sun und bronze damit mein Gesicht. Dann ziehe ich mir noch kurz meine Kontur scharf. Hierfür benutze ich einfach ganz normale Speisestärke. Dann nehme ich mir diesen Bronzerton aus der NYX Love Contours All Palette und gebe den mir auf mein ganzes Lid. Vertiefe das, also ich baue das auf und verblende, baue auf und verblende. Und dann nehme ich mir ein Pigment, das habe ich von AliExpress und ich bin so begeistert, Leute. Oh mein Gott. Aber ich schaue auf jeden Fall, dass ich euch das irgendwie auf Amazon finde und unten auf jeden Fall verlinke. Und schaut mal an diese Farbe. Oh Leute.
Weiter geht's mit Blush und das trage ich mir auf die Wangen auf und ein bisschen auf die Nase. Und ja, ich trage mir Blush auf die Nase auf an die, die immer irgendwelche komischen Kommentare von sich geben müssen. Dann machen wir weiter mit Highlighter und wie ihr gesehen habt, benutze ich auch den Highlighter, der in der Palette drin ist, weil wirklich Leute, ich kann euch die Palette echt empfehlen, die ist wirklich sehr, sehr gut. Kommen wir zu Lashes und zwar benutze ich hier ganz neue Lashes von LK Shop Collection. Ich verlinke euch alles unten und zwar könnt ihr mit Elvana 15, also das E am Anfang groß, der Rest klein, 15% sparen. Und dann mache ich weiter mit meinem Lip Liner, umrande damit meine Lippen und gebe mir danach einen Lipgloss auf. Und dann ist der Look auch schon fertig. Ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen. Wenn ja, würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen und ein kostenloses Abo. Und ansonsten verabschiede ich mich von euch. Ich wünsche euch wie immer einen wunderschönen Tag. Bis dann. Ciao.